Zhuzhan Lohn, Chefredakteurin der Bonhader Nachrichten, begrüßte die Teilnehmer der Ausstellung mit ihrer Rede. Der Anlass war eine der Stationen der Programmreihe zum 300-jährigen Jubiläum der Wiederbesiedlung von Bonhard darstellt. Es ist eine Leihausstellung und das ist für uns sehr gut, weil diese in 19 Tafeln praktisch die ganze Geschichte der Ungarndeutschen vom Anfang des 17. Jahrhunderts, als sie von Deutschland losgegangen sind und in die unterschiedlichsten Ecken der ganzen Welt wanderten, also um die nach Ungarn gekommen sind und ganz genau die in die Schwäbische Türkei gekommen sind. Die Schwäbische Türkei ist Südungarn, Südtransdanubien, heute die Komitate Tolna, Baranya, Somogy, Tolna, Obranau, Somodai, um es auch deutsch zu sagen. Viele wissen nur, dass sie unter Maria Theresia gekommen sind, aber viel, viel früher sind auch schon welche gekommen. Die nach Bonhard gekommen sind, das waren in erster Linie Katholiken. Später sind dann aus den umliegenden Dörfern auch Protestanten eingewandert. Der Name Schwäbische Türkei zeigt die enge Verbindung der Deutschen zu der Region, die im 17. Jahrhundert Türkei genannt wurde. Der ungarische Name wurde ins Deutsche übersetzt und das Adjektiv Schwäbisch hinzugefügt. Két évvel ezelőtt ugyanúgy ünnepelt a 300. évfordulóját, mint most Bonyhád, amit szeretettel köszöntök minden bonyhádi embert és minden olyat, aki ezt meg is ünnepli. Der in der 9. Generation schwäbischstämmige Künstler aus Hojos sagte, in den 50er, 60er Jahren konnten Deutsche und Schwaben in Ungarn ihre Traditionen und ihre Muttersprache nicht benutzen. Az életemet festettem meg tulajdonképpen a gyermekkori valóságot, a 50-es, 60-as éveknek a schwab, hajósi schwab kultúráját. De amikor festek egy disznóvágást, és bocsásson meg, hogy egy pillanatra kitérek, vagy egy nyári cséplést, akkor vagy egy tánc motivumot, vagy koreográfiának egy kis apró szegletét, akkor elmondhatom azt, hogy ez tulajdonképpen az ország összes schwabjának az eseményeit mutatja. Egy fonó is, ahogy már mondtam, egy cséplés, meg sok más esemény. Tehát ezek mind olyanok, hogy ezek egyformán zajlottak ugyanabban az időben, az 50 és 60-as években. Tehát amiket elhoztam az hajós svábságának, az 50 és 50-es és 60-as évek kultúrája, de van egy-két személyes dolog is. Tehát a sváb család például. Tulajdonképpen használok fekete-fehér fotókat, de ez nem jellemző. Paul Ummenhofer hielt es für sehr wichtig, diese Bräuche zu malen, denn ein Bild sagt mehr als 1000 Worte. Derzeit im Krankenhaus behandelte Maler wurde unter der Öffnung mit dem Krankenwagen dahin geliefert. Unsere Redaktion wünscht Ihnen eine baldige vollständige Genesung. Die bewegliche, aus mehreren Teilen bestehende Sammlung wurde vom Ulmer Donauschwäbisches Museum zur Verfügung gestellt, in dem die Momente der Einwanderung und Besiedlung verarbeitet wurden. Das gesamte Material kann man bis zum 28. März in der oberen Ausstellungshalle des Kulturzentrums besichtigt werden. Danach wird es in Kroatien vorgeführt.